Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Ich stelle jetzt mal schon mal ein. Ja, wie ihr seht, anhand einem anderen Hintergrund und anderen Ton und hoffentlich andere Bildqualität. Ja, ich habe die Nikon 5200 gekauft und ich bin sehr glücklich darüber. Man kann schöne Videos machen und schöne Bilder. Bin sehr verliebt, aber ob ich jetzt Vlogs damit drehen kann, glaube ich weniger, weil die ist echt ziemlich schwer. Und deswegen, ich warte auf mein S6 und damit drehe ich dann hoffentlich auch gute Vlogs. Ja, aber wundert euch nicht, wenn ein, zwei Videos noch im alten Format kommen, weil ich habe welche vorgedreht. Und jetzt kommen wir eigentlich zum eigentlichen Thema, und zwar zum Thema Abnehmen. Ja, ich habe endlich mein Ziel erreicht. Nach gefühlten Monaten, gefühlten Jahren habe ich es endlich geschafft. Ihr wartet bestimmt schon sehnsüchtig auf ein neues Update. Tut mir echt leid, aber ich habe sie früher geschafft. Entweder ich war Gleichstand oder ewig auf 56,0 oder 55,5. Vor meinem Urlaub habe ich übrigens mein Ziel erreicht gehabt. Einen Tag bevor wir geflogen sind. Und zwar hatte ich da, 55,8 Kilo. Aber hatte keine Zeit mehr, ein Video zu drehen. Deswegen habe ich mir gedacht, gut, dann warte ich eben, bis ich vom Urlaub zurück bin, ob ich Gleichstand habe oder ob ich zugenommen oder abgenommen habe. Wie auch immer. Und wollte da eben das Update drehen. Aber dann hatte ich 55,9. Ich habe zugenommen. 1,1 Kilo wieder drauf. Und das ging ewig so. Ich habe meine 55 Kilo einfach nicht erreicht. Und am Sonntag, was mich echt wundert, 1,4 Kilo. Ich habe einen Tag davor so einen fetten Eisbecher gegessen und mich wundert das wirklich, dass ich das abgenommen habe, 1,4 Kilo. Voll krass. Also manchmal verstehe ich meinen Körper echt nicht. Aber ich bin sehr happy, es endlich geschafft zu haben. Und ich wiege jetzt aktuell 54,5, das heißt 500 Gramm mehr, wie ich mein Ziel erreicht haben wollte. Das ist ganz gut, da habe ich ein bisschen Luft. Da ist meine Liste übrigens ewigst lang und ja. Aber egal, ich habe es endlich geschafft. Also ich habe jetzt abgenommen, gutes Jahr, also August letztes Jahr habe ich auch schon angefangen, also gutes Jahr, also in diesem Jahr habe ich insgesamt 28,1 Kilo verloren. Also ist schon viel, finde ich, fast 30 Kilo. Und ja, das sieht man auch. Also ich hänge euch ein nachher jetzt Foto hinten hin und dann könnt ihr euch selber überzeugen. Ich zeige euch später noch meinen Bauch. Ja, wie ich es gemacht habe, das habe ich schon öfters erzählt. Ich kann euch ja auch das Video empfehlen. Meine 6 Tipps zum Thema Abnehmen habe ich auch gedreht. Ich würde sagen, schaut euch das an. Da erzähle ich alles, wie ich abnehme. Meine 6 Tipps eben, wie ich es geschafft habe. Schaut euch das an. Das habe ich gar nicht so lange her, wo ich das gedreht habe. Und wie ich es jetzt weitermachen will, ich muss meinen Shake aufbrauchen, sonst geht er kaputt. Aber dann werde ich meinen Shake mit Gemüse oder Obst mittags ersetzen. Ich möchte mich jetzt nicht mehr vollstopfen. Ich möchte meine Ernährung komplett für immer umstellen. Ich will natürlich nicht auf alles verzichten. Wenn ich jetzt was essen will, dann esse ich es. Es kann auch sein, dass ich wieder zugenommen habe, weil gestern habe ich schon viel gegessen. Habe ich ein Eis gegessen, Süßigkeiten gegessen und was weiß ich. Aber so 55 Kilo werde ich das sein. Aber ich werde jetzt auf nichts verzichten, werde auch mal eine Pizza essen oder zum Mäcki gehen oder was weiß ich. Aber ich werde einfach versuchen, mein Gewicht zu halten. Ich will mich so jede 2 Wochen wiegen, nicht mehr jede Woche, aber ich brauche ein bisschen Kontrolle. Also werde ich jede 2 Wochen mich wiegen und dann je nachdem werde ich halt ein bisschen auf den achten oder nicht. Ja, also ich lasse euch auf jeden Fall, halt euch auf den Laufenden, beziehungsweise essen kann ich ja euch auch wieder posten auf Instagram und was weiß ich, wie ihr das wollt. Und jetzt würde ich sagen, zeige ich euch meinen Bauch, wie er jetzt aussieht und ja, da muss ich euch ein bisschen zurückschieben.
Kaffeekante sehen. So sieht mein Bauch jetzt aus. Von der Seite. Also er ist schon ziemlich, klar hängt es hier ein bisschen, aber das ist halt von der Schwarze. Und ich, genau, ich mache übrigens auch, so sieht er aus. Ja. Ich mache übrigens auch keinen Sport. Ich mache übrigens auch keinen Sport. Ich hasse Sport. Also ich habe es ohne Sport geschafft. Jeder ist halt anders. Manche schaffen es nur mit Sport, manche eben nicht. Und das müsst ihr einfach für euch selber ausprobieren. Aber schaut euch das Video an. 6 Tipps. Da gebe ich euch echt super Tipps. Und da könnt ihr es ja auch gerne mal ausprobieren. Vielleicht klappt es ja auch bei euch. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!